Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich glaube, ich hätte es da noch machen sollen, das hier vorlesen, ne? Weil wir haben anscheinend das Tutorial beendet. Also, Story-Modus. Du hast ein Tutorial abgeschlossen, das zum Story-Modus gehört, der in der vollständigen Veröffentlichung enthalten sein wird. Super. Da sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Das Creepy Char Team hofft, dass dir das Spiel gefallen hat. Hinterlasse uns doch einen Kommentar im Steam Forum. Drücke Space, um im Survival Modus fortzufahren. Ach so. Neuer Tagebucheintrag, Seil. Ah, ich verstehe schon. Ah, das wird aber cool. Das ist quasi ein Tutorial und gleichzeitig auch ein, wie soll man sagen, ein schon Lustmacher aufs fertige Spiel. Wie gesagt, angeblich in 3 Monaten haben die Entwickler mal gemeint, sollte das hier dann Dukan-Körper, ein Vogel? Federn, einen Haufen und Fleisch haben wir bekommen, ein Stück. Wenigstens das mit den Federn mal realistisch. Neuer Eintrag, kleiner Bambusunterstand. Also wenn wir alles selber bauen sozusagen. Ja, wir sind hier eigentlich eh am Fluss. Ist das hier sauberes Wasser? Ich hoffe doch sehr. Ich denke mal, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube hier wird schon ein Lager passen, oder? Hier ist so zentral. Schöne Blumen hätten wir da auch. Ich habe keine Ahnung, wir werden sowieso mal schauen müssen, wie weit wir da kommen. Weil hier wäre ein schönes Lagerplätzchen nicht schlecht, glaube ich. Oder wir müssen weiter noch ein Stück, das könnte auch sein. Ich dachte, ich habe eine Schlange gehört. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wo wir für uns da nach Möglichkeiten einen guten Platz finden. Papagei. Also wenn hier tote Vögel liegen, das ist schon ein Zeichen dafür, glaube ich, dass wir hier nicht sein sollten, oder? Nicht, dass hier irgendwo ein Jaguar herumstreift, alle dann sind wir des Todes. Aber schon sicher, sicher. Unbekannter Pilz. Ich probiere es mal. Ja, Kohlenhydrate und Energie. Na, Fisch. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir uns hier. Oh. Hier ist ein Dorf. Okay. Jetzt ist die Frage. Ob wir hier wohnen dürfen. Oder nicht. Stammesfeueranzünder. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier was stehlen sollten. Hängematte halten an zum Schlafen. Knochenmesser. Ich meine, wir werden jetzt sowieso sehr oft verrecken. Was eh klar ist. Aber wenn hier keiner wohnen würde, würde ich das Dorf glatt für uns beanspruchen. Pfauenbarschfilet verdorben. Ich schaue mal, ob man da was sammeln kann. Maden, Gott sei Dank.
Neuer Eintrag, Lagerfeuer. Ich würde mal sagen, Knochen. Ich würde sagen, ich sammle die jetzt einfach mal. Hoppala. Kohle, okay. Stammesfeueranzünder. Ich habe hier keine Ahnung, ob hier jemand lebt. Ich bin jetzt einfach mal so frei und baue mich hier was auf. Wie geil, es kommt Gewitter. Schaut euch die Wolken an. Bambus-Trockengestell. Das ist echt. Aha, gibt es hier dann vielleicht sogar noch eine kleine Überschwemmung oder was? Ui, das Ei ist verdorben. Ich tue das, ich soll halt. Ich soll das lieber sammeln, ist besser. Larve, Maden, fettes Fleisch. Hier war schon ewig keiner mehr. Hier lebt schon ewig keiner mehr. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich für uns beanspruchen hier. Knochenmesser. Holzscheit. Aha, gibt es sowas auch. Aha, zum Bauen wahrscheinlich. Okay. Also cool ist das schon. Dann können wir uns hier dann quasi noch was aufbauen. Ich nehme das jetzt mal mit. Und einen davon probiere ich gleich mal, ob der zum Essen ist. Schaut nicht aus, dass wir speien müssen, also müsste es gehen. Okay. Super. Ich würde sagen, ich habe da hinten. Oh, die Liane, die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Zack, einmal, zweimal. Der Efeu ist auch so schön. Und dreimal. Aber nicht bitte für Mäuschen geben, ne? Also Mäuse dürfen oder Hamster dürfen kein Efeu bekommen. Weder getrocknet noch frisch. Ich probiere mal zu schlafen. Ist das ein Speicher? Aha, einfach nur für die Zeit oder wie? Okay. Ich hoffe, dass man hier jetzt. Kann man speichern? Na. No. Ich hoffe, das geht dann automatisch, wenn man den nächsten Tag quasi dann macht. Oh, hier sind Bananen. Was haben wir hier? Brasilianische Wanderspinne. Okay. Spinne. Ist die jetzt kaputt? Ich glaube, ich wollte es nur ausprobieren. Auf jeden Fall haben wir hier ein Bananenblatt. Ich denke mal, ich sollte Sachen bauen, oder? Auf jeden Fall hier mal ein Lagerfeuer, glaube ich. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Einen Haufen Federn haben wir da, schon klar. Tagebuch, ich brauche einmal Feuer, bitte. Ein Steinring. Ach so, das ist ja schon quasi ein Steinring. Ja, und wie mache ich den jetzt? Also den befülle ich jetzt mit Holz. Passt das so? Oder kann ich hier schon ich glaube, ich kann hier schon. Ich brauche einen großen Stock. Oder habe ich? Ich habe das schon mit dem Feuerdings, ne? Warte mal. Hier. Benutzen. Ich habe jetzt noch kein trockenes.
Gehen Federn auch? Glaube ich nicht, ne? Kohle essen. Wer will Kohle essen? Knochen sammeln. Na, das geht noch nicht. Warte. Ach so, der will da was. Ach so, der tut schon reiben. Reibtechnik. Ach so, ich verstehe schon. Warte mal, ich brauche ein trockenes Bambus-Dings, Blums, bla bla. Kann man das auch kaputt machen? Die Blume? Ich glaube nicht, gell? Hier ist da ein trockenes dabei, ein trockenes Blatt. Irgendwo ein trockenes Blatt. Ich befürchte, wir müssen wahrscheinlich auch auf diese Regenzeit hier wahrscheinlich achten. Hier haben wir welches. Geht das? Ah, geht. Jawohl. Hat hingehauen. Trockenes Blatt. Halten. Nehmen wir mit. Nein, das ist ein, ist ja wurscht. Nehmen wir alles mit. Geht das jetzt überhaupt noch? Wenn ich was trage? Ich glaube nicht, ne? Muss ich zuerst die. Ich wollte nur sagen, da muss ich zuerst die trockenen Blätter aufheben. Dann kann ich, glaube ich, die anderen. So, ich nehme die einfach mal alle mit. Da haben wir noch ein trockenes. Da haben wir noch ein normales. Mehr geht auch nicht. Gut. So, wo muss ich jetzt wieder hin? Ich und meine Orientierung. Da ist einmal der Fluss. Und da drüben sind wir. Dann kann ich nämlich schon mal Feuer machen. Das passt ja auch schon gut. Das schmeiße ich mal hier hin. Und Feuer. So. Feuer machen. Benutzen. Trockenes Blatt benutzen. Yes. 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 Und jetzt da? Brauche ich hier doch Holz oder was? Na, das hat nicht hingehauen. Okay, wie geht es mit dem Steindingens? Das muss ich jetzt mal nachlesen. Warte kurz. Steinkreis, Steinring. Das müsste ja doch das da sein. Oder kann man das kaputt machen? Halt. Also zumindest schaut das aus wie ein Steinring, ne? Die Frage ist dann nur, wie funktioniert sowas? Fackel, Stock und Seil. Ich habe noch kein Seil. Aber doch, sieh mal Seil. Knochenmesser. Speer. Pfeil. Stammesfeueranzünder. Das haben wir auch schon. Einen Rahmen. Bambusrahmen. Eine Wand. Bambuswand. Hütte. Bambushütte. Palmdach, Bananendach, Feuer, Blätterbett, Hüttenunterstand, kleiner Bambusunterstand, Halterstock, Halter, kleiner Stock. Aha, okay. Für lange Stöcke, Holzscheite, okay. Ich möchte jetzt aber Steinklinge, Handbohrer, Seil, Verband. Steinklinge, zwei Steine, Fackel, bla bla. Ich möchte jetzt aber schon das Feuer irgendwie hinkriegen. Wobei hier wäre schon ein Dach nicht so schlecht, ne? Wie schaut man eigentlich gesundheitlich aus? Ja, das ist nicht so gut. Das ist irgendwie nicht so gut. Vor allem das mit dem Steinkreis, da komme ich nicht ganz mit. Muss ich da jetzt noch was herstellen?
Nö, das passt auch nicht so ganz. Mal schauen, ob ich irgendwo verletzt bin. Wenn ich gerade dabei bin. Na. Ich bin da jetzt verwirrt, weil ich da das Feuer brauchen, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich hier beim Steinkreis. Vielleicht muss ich hier ja trotzdem. Wo ist denn das Buch? Vielleicht muss man hier trotzdem ein Lagerfeuer drauf machen. Ich glaube, das stimmt wirklich. Haben wir Stöckchen? Ich glaube, wir haben Stöckchen, oder? Wir haben keine Stöckchen. Das heißt, wir brauchen Holz. Holzscheit sammeln. Stock, 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 Stock. Sammeln. Kleiner Stock. Dann brauchen wir hier. Sammeln. Und einer geht, glaube ich, noch. Um Gottes Willen. Was? Um Gottes Willen. Alter. Alter, Alter. Haben wir gerade einen Jaguar besiegt? Alter, mich trifft. Alter, Essen. 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 So, Kreuzkruzifix. Kruzifix. Benutzen. Verreckt? Okay, wegen der Wunde oder was? Wir sind gestorben. Okay. Spiel laden. Können wir nicht? Zurück? Kann man hier überhaupt beenden? Spiel laden, überleben, willkommen im Dschungel. Stimmt das? Nee, oder? Warte mal kurz, da muss ich jetzt nachschauen. Herausforderung ist ja auch falsch, oder? Zurück. Überleben. Vielleicht doch laden? Ja. Jetzt ist ja wieder die Story mit der Frau, oder? Also mit unserem Frauchen. Ich hätte schlafen gehen sollen, Tag machen, ne? Sobald Nacht ist, sollte ich wirklich. Also, wir müssen echt schauen, dass ich ganz, ganz schnell das Lagerfeuer zusammenkriege. Also, Steinkreis passt. Wenn wir einen Steinkreis haben, brauchen wir einfach nur das Feuer rein. Also, so ein Feuerdingens machen. Und die Stöckchen rein und gut ist. Das muss ich schauen, wo wir hier sind. Ich glaube, man kann das Tutorial auch überspringen, weil das hatten wir ja schon. Soweit, so gut kennen wir uns ja schon aus. Das ist ja auch ein Schwachsinn, ne? Ohne zu speichern, ohne speichern zu können, können wir doch nicht da jetzt so ewig lang überleben. Okay, wir sind hier. Okay. Ich renne wieder runter. War hier ein trockenes Blattern? Ach, keine Zeit. Wir müssen uns beeilen, bevor es Nacht wird. Ich hätte auch nicht schlafen gehen sollen, ich Idiotin.
Woher soll ich das denn bitte wissen? Und natürlich kommt sofort ein Jaguar daher, na, ist eh klar. Das erklärt aber auch, warum das Dorf dort kaputt gegangen ist. Mandeln? Super, nehmen wir mit. Maden, nicht Mandeln. Pfui Teufel, Mann. Wow. Sind wir jetzt hier an einer neuen Stelle rausgekommen? Weil ich sehe die Vögel nicht. Den Papageien und diesen anderen. Stattdessen haben wir Maden bekommen. Hurra. Da haben wir auf jeden Fall schon mal. Na, das ist schon mal da. Das passt ja. Das ist ja schon mal da. So, Essen. Verdorbenes Ei. Ach, ich weiß nicht so recht. Bild nehmen. Verdorbenes Ding sammeln. Dann nehmen wir die Larven oder Maden, was das jetzt waren. Für den Teufel. Die Nuss. Und die Banane. Oh je, die Banane sammeln. Da waren, glaube ich, auch Maden oder so drin. Larven, okay. Stock sammeln. Dann kriegen wir die ersten kleinen Stäbchen raus. So ist gut. Dann haben wir auch hier einen Stock sammeln. Dann bauen wir als erstes ganz schnell unser Lagerfeuer. Auch hier die Pilze. Nehmen wir mit. So. Hier war auch noch was. Eine Feder. Gut. Ein kleiner Stock. Da haben wir noch einen Schwammerl. So, ist gut. Dann noch ein kleiner Stock. Noch einen normalen Stock. Den machen wir kaputt zu einem kleinen. So. Da haben wir viele von denen. Nehmen wir mal so mit. Ich sollte den Part beenden. Das Lagerfeuer möchte ich noch gerne bauen. Weil diesmal mache ich es hoffentlich richtig. So. So. Das Zeug braucht man. Die Kohle braucht man. Und jetzt habe ich wieder Fehler gemacht. So, bauen. So. Und zack, 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 zack. Da fehlen welche. Macht nichts. Die machen wir sofortigst. Habe ich hier noch da? Ach so, der will einen normalen Stock haben. Ups. Dann werden wir einen davon. Na, geht nichts. Jetzt. Wenn wir einen davon kaputt machen, dann haben wir genug Stöckchen. So. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir unser Werk. Ah, wir haben noch kein trockenes Blabla, ne? Da war irgendwo ein Knochenmesser. Hier haben wir es. Genau. Ein Knochenmesserchen. Den Stock nehmen wir auch mit. Auch den hier. Da müssen wir alles so gut es geht dicht machen. Ne? Wir brauchen jetzt ein trockenes Blatterl. Da hätten wir noch Bananen. Zack, zack, zack. Und zack, na, Banane. Komm zu Papa. Ja, ja. Die will nicht. Gut, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Ich muss jetzt ganz schnell. Da. Die wollte ich, die trockenen Bambusblätter. Zack, 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 zack. Sehr gut. Passt schon. Die trockenen zuerst bitte, wenn ich eines finde. Trocken. Genau. Haben wir noch ein trockenes? Noch ein trockenes? Ja, das Gewitter kommt. So, Ballenblatt. Da unten wäre noch ein trockenes gewesen, aber ist egal. Kleines Stöckchen, das geht jetzt eh nicht. So, mitnehmen. Mitnehmen. Trockenes Blatt, okay. Dann mal zurück zum Lager. Tap, 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 tap. Ich würde sagen, das werden wir hier hinlegen. So, ja. Dann haben wir hier Regen. Ich bin auch am Überlegen. Bauen. Ob das eine gute Idee ist.
Hier. Ah, ich verstehe schon, wie das gemeint ist. Warte, falsch. Hier. Zuerst will er das Gerüst haben. Bambuswand, einen Rahmen, so wie es ausschaut. Ob das, kann man das drehen? Hier. Nein. Tagebuch. Rahmen, Holzscheit, Bambusscheit. Langer Stock. Ich habe sowieso keine. Ich wollte hier eigentlich. Ah, da geht nur hier. Ich wollte es übers Feuer legen. Stellen. Drehen mit der rechten Maustaste sollte gehen. Geht aber nicht. Platz schaffen. Okay, vergiss es. Wir werden Feuer machen. Versuchen zumindest. Die Nacht wird etwas ungut, wenn es da regnet. Wo ist es denn? Benutzen. Bitch! Jawohl. Yes! Und Feuer. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Dann müsste ich jetzt diese Wand bauen, oder wie, ne? Aber ob das so ein Viech überhaupt davon abhalten kann, uns hier anzugreifen. Langer Stock, langer Bambusstock. Aha, da muss man quasi auch dieses Gerüst zuerst bauen, oder wie? Ich wollte hier eigentlich dicht machen, hier drüben vor allem, wo der Jaguar herkommen ist. Das klappt. Okay. Keine Ahnung. So, da hätte ich, glaube ich, noch ein Holzscheit. Ich habe auch keine Ahnung, wo man den Holzscheit herkriegt, aber ich denke mal, größere Bäume fällen. Und das soll mich dann von dem Jaguar schützen. Aber ich glaube, ich werde hier noch einen zweiten. Ich glaube, ich werde hier noch einen zweiten Dingsbums machen. Kann man den auch zerhauen? Ja. Kleiner Blätterhaufen habe ich bekommen. Es fällt. Holzscheit, jawohl. Kann man mehr als zwei nehmen? Ich glaube nur zwei, ne? Das erinnert ein bisschen an Forest, ne? The Forest. So. Die brauchen wir, glaube ich, auch, aber später, glaube ich, ne? Ich glaube, zuerst brauchen wir die. Hoppala. Ist das noch ein Holzscheit? Feuerbrett. Der Baum hier wird gehen, ne? Zack. Spiel schneller. Zack. 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 Campusblatt. So, ein Holzscheitel. Lianen. Gibt es kein zweites Holzscheit? Alter! Was war denn das jetzt gerade? Ich sollte den Part beenden. Ich habe schon wahnsinnig viel Überlänge gemacht. Tut leid. So, zack. Und jetzt, was brauchen wir hierfür? Langer Stock. Okay. Also wegschmeißen. Lange Stockel. Zack. Aha, man muss zuerst mit unten anfangen. Ich verstehe schon. Liane gehört uns, nehmen wir mit. Stockerl, Stockerl, Stockerl.
Noch mehr Stockerlis und noch mehr Stockerlis und Liane. Und noch mehr Liane. Noch ein Stockerl, noch ein Stöckchen, noch eins, noch mehr. Ja. Ah, das geht nicht mehr, okay. Kleiner Stock. Langer Stock. Alter, okay. Ich sollte mich beeilen und das hier fertig kriegen. Zack. Da vorne habe ich noch einen langen Stock. Und zack. Dann fehlen noch zwei, ne? Da haben wir noch einen. Zack. Die Liane nehmen wir mit. Stockerl, Stockerl. Gehen auch noch. Noch mehr Lianen. Stocki, Stocki. Holzscheit. Sei gescheit, nimm mal Holzscheit. Wie schauen wir aus mit der Gesundheit eigentlich? Ja, es geht. So, dann würde ich sagen: Hau weg, den Dreck. Für den langen Stecken. Geht schon, haut drauf. Passt, haben wir schon. Den Stecken. Geht ein zweiter langer auch? Ja, super. Und? Na, zack. Das steht schon mal, ne? Ah, jetzt brauchen wir noch Seile, okay. Das mit dem Bauen ist cool. Ich habe auch Seile, es müsste so gehen. Jawohl. Und vier. Super, einen Rahmen haben wir ja gestellt. Gut, jetzt können wir weiterbauen. Ich würde sagen, kleiner Unterstand, Steinfalle. Boah. Großer Stein, kleiner Stein. Okay. Hier haben wir es. Genau, ich wollte jetzt eigentlich ein Palmdach draufbauen. Ob das so geht? Tatsächlich. Jetzt brauchen wir noch Palmblätter. Die haben wir da. So. 16 Palmblätter brauchen wir dafür. So, die haben wir jetzt alle, ne? Den bringe ich mal weg. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Hab ich den Dreck? Na, nicht aufmachen. Weghauen hättest du sollen. Wo haben wir? Die haben jetzt da drüben geplättet, ne? Da drüben war irgendwo unser. Genau. So. Stöckchen haben wir genug. Da waren sie, die Palmblätter, genau. So. Noch mehr und noch mehr. Gibt es noch mehr Blätter? Glaube nicht. Das heißt, wir müssen mal zurück. Ich muss den Part beenden. Ich höre schon wieder nicht auf. Na gut, ihr Lieben. Also das Dach, die Blätter bauen wir da noch hin. So, jetzt hören wir auf, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.